Was wir gerade. Wäre ein Fort-Instance-Kalender. Ein Kalender. Fort-Instance-Kalender? Also ich bin ehrlich gesagt von Kalendern als Merchandise nicht so begeistert. Weil ihr müsst immer bedenken, ich habe immer eine bestimmte Auflage, die ich verkaufe. Und das muss ich ja alles drucken und produzieren lassen. Und ich stecke da meine Zeit rein, dass der Kalender gemacht werden kann. Und die ganzen Illustrationen und das ganze Layout und das Design. Und dann wird das alles gedruckt und ich stecke meine Zeit rein, meine Arbeitszeit stecke ich da rein und das Geld stecke ich da rein, weil muss ja irgendwie finanziert werden. Und dann stecke ich auch noch meine Zeit da rein, das auf Conventions zu bringen und dort zu verkaufen oder das online zu verkaufen. Das ist auch wieder Zeit und Geld, was da reinfließt. Und ich muss sagen, Kalender bringen jetzt nicht so viel an Einnahmen, dass ich sagen würde, das mache ich. Ganz ehrlich, denn ihr müsst mal bedenken, ein Kalender, da steht ja eine Jahreszahl drauf. Dort steht dann 2016 drauf. Wenn ich jetzt einen Kalender machen würde für 2016, steht da 2016 drauf. Das heißt, er würde Leuten, die den kaufen, auch nur 2016 was bringen. Das heißt, wenn die den kaufen, würden die den vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 benutzen. Das heißt, sie müssten ihn 2015 kaufen. Rein logisch gesehen. Und dann ist natürlich die Frage, wer kauft schon irgendwie im Frühjahr oder im Sommer einen Kalender, den er für 2016 dann benutzt? Und wer kauft dann irgendwann im Dezember vielleicht einen Kalender, den er überhaupt nicht mehr benutzt, weil er hat schon einen? Also es gibt wirklich nur ein ganz winzig kleines Fenster, wo Kalender tatsächlich gewinnbringend verkauft werden können. Und das ist irgendwie so Mitte, Ende Herbst, vielleicht noch Anfang Herbst. Also so im Herbst und etwa könnte ich die Kalender verkaufen. Und weil früher ist es sinnlos, Kalender zu verkaufen, weil die kauft dann keiner. Und hinterher ist es genauso sinnlos, weil dann haben die meisten schon einen Kalender fürs nächste Jahr. Also von daher, das ist eher blöd. Und dann hat man halt nur so ein winzig kleines Zeitfenster, wo man den Kalender verkaufen kann. Und es ist so, da ist nur eine einzige Convention, okay, maximal zwei. Die MMC ist da auch noch und die Conity. Bei der Conity steht es noch nicht mal fest, ob ich wirklich da bin oder nicht. Und von daher, das ist, also, ich würde es nicht machen. Wenn ich wüsste, ich hätte genügend Käufer, die das auch wirklich kaufen würden, weil sie sagen, boah, geil, ein Kalender von Force Instance, den würde ich mir auf jeden Fall holen, mach das auf jeden Fall. Dann würde ich mir das nochmal überlegen und dann würde ich es wahrscheinlich auch machen, wenn ich wüsste, dass ich genügend Abnehmer dafür hätte, aber dafür, also, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass es so viele kaufen würden, dass ich dieser Aufwand lohnen würde. So sieht es einfach aus und das ist eben das Ding. Ne? Deswegen gibt es erstmal keinen Kalender. Kommt dann drauf an, wie später wird. Vielleicht ändert sich das ja später noch, dass sich das dann doch lohnt und dann werde ich auch einen Kalender machen. Nur jetzt ist halt zu aufwendig in Zeit und in Geld. So, nächste Frage. Ich hatte sogar eine. Was war das bisher schönste Erlebnis mit Misu? Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben. Also das ist sowieso eine mega epische Sache überhaupt. Mega. Das war zu einer Zeit in einem Land vor unserer Zeit. Nein, was Schmarrn. Das war zur Mikro 2011. Da wollte ich ja unbedingt CL kosten. Und ich hatte keinen Sebastian gehabt. Und diese Tote erzähle ich jetzt schon zum 1.000.000. Mal. Aber scheiß drauf. Weil das war halt so LBM, da hatte Penchan irgendwas von Black Butler gekostet oder so und sie hat dann gesagt, ja, und hier mach auch mal, weil das war auch die Zeit, in der ich angefangen habe zu cosplayen. Und ich hatte davor mein Häschen gekostet und ich hatte Annie gekostet und dann wollte ich aber mal unbedingt einen richtigen Charakter machen und nicht einfach nur einen, den ich mir selber ausgedacht hatte. Und dann fiel meine Wahl, gerade weil Penchan mich so angesteckt hat, fiel meine Wahl auf Ciel. Ich wollte unbedingt Ciel machen, aber zu dem Ciel gehört halt ein Sebastian, weil ich fand einfach nur Ciel ist doof und ich brauche einen Sebastian dazu. Und dann habe ich einen Weblog-Eintrag geschrieben, ja hier, ich suche einen Sebastian und könnt ihr nicht und habt ihr nicht Zeit und habt ihr nicht Lust mit mir Sebastian und bla. Und Penchan hatte gesagt, ja, hier, ich kenne jemanden, das ist Misu, die habe ich auf der LBM kennengelernt, schreibt die mal an, die sagt bestimmt nicht nein. Habe ich gemacht,
Ich habe sie angeschrieben und sie hat auch gesagt, ja, hier mache ich und wir verabreden uns. Und da stand noch im Raum, ob wir uns zur Contaco treffen oder zur Mikoro. Und die Wahl fiel dann doch auf die Mikoro und dort haben wir uns dann getroffen und yay. Und wir hatten Dan noch mit dabei, der Fotos von uns gemacht hat und wir haben eigentlich die ganze Zeit nur rumgekuschelt und rumgeschmust. Yay! Ja, es war sehr episch. ja. Das war dann auch so der Anfang. Wir haben uns danach auch noch so oft gesehen. Wir hatten so lange Telefonate über Skype gehabt. Wir haben so lange RPG geschrieben. Wir haben sehr viele tolle Sachen miteinander erlebt. Und ja, aber ich glaube, so das schönste Erlebnis war so unser Kennenlernen. Mäpp. Haben wir noch Zeit? Ja, ein paar Minütchen haben wir noch Zeit. Dann machen wir noch eine Frage. Ich hatte auch eine Frage. Wie ist es als Frau, eine Freundin bzw. Verlobte zu haben? ich glaube, genauso wie es als Frau wäre, einen Mann zu haben. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Okay, ich muss sagen, so ganz das Gleiche ist es nicht, weil ich habe gerade aus heutiger Sicht immer das Gefühl, dass sich Mann und Frau nicht mehr wirklich verstehen, weil Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars. Und es sind halt zwei fucking Aliens und wie die zusammenpassen, ich denke da überhaupt nicht mehr drüber nach. Und mit einem Mädchen ist es halt echt viel angenehmer, weil man ist viel schneller auf einer Wellenlänge und kann sich viel schneller über Sachen unterhalten und versteht sich irgendwie viel besser, aber das ist jetzt auch nur ein subjektiver Eindruck. Also ich bin halt auch immer der Meinung, dass ich nicht wirklich lesbisch in dem Sinne oder bisexuell in dem Sinne bin oder wie auch immer man das ausdrücken will. Ich bin halt einfach nur an Misu interessiert und an niemanden sonst. Da ist nur die Misu und da bin nur ich und Ende. Und ich will mit keinem anderen eine Beziehung haben. Ich will halt echt nur mit ihr eine haben. Und deswegen, also ich bin quasi misosexuell, wenn man das so sehen will. Ja, aber ich find's halt auch, also ich war auch schon mit vier Jungs war ich zusammen. Einmal in der zweiten Klasse, in der dritten oder vierten Klasse oder so. In der fünften Klasse, mit 3 Tage war ich da mit einem Jungen zusammen. Und dann hatte ich nochmal zwei etwas längere Beziehungen mit einem Jungen. Und ich muss sagen, mit einem Mädchen ist es halt irgendwie angenehmer. Wie ich halt sagte, Männer kommen vom Mars und Frauen kommen von der Venus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die verstehen sich nicht miteinander. Also bei einem Jungen hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich auf ganz komische Art und Weise erklären muss. Und wo ich Dinge erklären musste, wo ich mir dachte, warum rafft er das nicht? Aber bei Misu ist es halt echt so, es ist ganz einfach, hier solche Dinge zu erklären. Wir kommen sehr schnell auf einen Nenner. Und wenn wir irgendwas nicht verstehen, dann erklären wir uns das auch gegenseitig. Ist alles gar kein Problem. Und von daher, also ich denke mal, das wird der Unterschied sein. Aber das ist jetzt auch nur subjektives Empfinden. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ja. Haben wir noch Zeit? Ja. Bisschen haben wir noch Zeit. Wie sind die Reaktionen von anderen Leuten auf der Straße und stören dich eventuell vorhandene Blicke und das Getuschel? Ehrlich gesagt, ich kriege keine Blicke und ich kriege kein Getuschel. Ich kriege allerhöchstens wenig Reaktionen auf der Straße. Also ab und zu guckt mal jemand. Aber das war's auch. Also ich habe jetzt auch nichts in dem Sinne irgendwas Diskriminierendes jemals erlebt, dass das von irgendjemanden auf eine sehr homophobe Weise aufgegriffen wird. Gar nicht. Also alle um mich herum, die finden das in Ordnung, die finden das toll. Also meine Schwester hat sich total gefreut, dass ich gesagt habe, ich habe eine Beziehung und ich habe eine Beziehung mit einem Mädchen, juhu, bla und solche Sachen. Und also von daher, das ist, also ansonsten ist die Reaktion eigentlich entweder positiv oder neutral. Aber negative Reaktionen, dass ich mit einem Mädchen zusammen bin, habe ich nie gekriegt. Never. So, liebe Freunde, die Zeit ist leider vorbei. Ist jetzt auch erstmal genug. Es sind jetzt, oh scheiße. Es sind jetzt ein paar Fragen leider Gottes übrig geblieben, aber das nächste Let's Paint wird auf jeden Fall kommen. Ihr könnt euch jetzt schon mal drauf freuen, juhu! Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Bild findet, das ich hier im Hintergrund gemalt habe. Wie gesagt, ist das Cover für den 4. Band, kommt im Juli raus. Ich mache dazu auch, glaube ich, nochmal einen Vlog, wenn es dann draußen ist.
Es wird doch noch ein paar Überraschungen für die Käufer geben. Weil ich hab mir noch so ein paar Sachen einfallen lassen, so ein paar kleine Gimmicks. Na, okay, lasst euch überraschen. Die Leute, die dann kaufen werden, die werden sich auf jeden Fall drüber freuen. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare oder lasst sie mir irgendwie anders zukommen. Ich werde sie dann im nächsten Video beantworten, im nächsten Let's Paint. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.